Hallo, mein Name ist Frank Schäfer. Mein neuestes Buch trägt den Titel Der kleine Provinzberater oder vom schönen Leben auf dem Lande. Der Titel ist Programm. Es geht genau darum, ich versuche auf 200 Seiten darzustellen, wie der Provinzler leibt und lebt, wie die Menschen dort aufwachsen, wie sie leben, wie sie kreuchen und fleuchen und wie sie durchaus eine Menge Spaß haben. Es war nötig, den kleinen Provinzberater zu schreiben, weil man gerade jetzt in den Medien ein Bild der Provinz bekommt, das nicht der Realität entspricht. Das ist sehr idyllisch, sehr überhöht, sehr verklärt teilweise, eben entspricht den Sehnsüchten der Leute, aber eben nicht der Realität. Und das, glaube ich, dem habe ich etwas Realität, etwas Wirklichkeitsnähe entgegengesetzt. Das Ganze ist schon ironisch gebrochen, satirisch überhöht teilweise, aber es gibt eben einen Ernstkern und davon möchte ich auch nichts abgezogen haben, dass so ist eben die Provinz, das ist die Wirklichkeit. Das Ganze heißt zwar Ratgeber, ist aber natürlich in Wirklichkeit eigentlich kein Ratgeber, insofern als ich da irgendwelche Lebensweisheiten von mir gebe. Es ist in der Tat eine Geschichtensammlung in erster Linie. Jede Geschichte, jedes einzelne Kapitel kann für sich stehen. Man kann Stippvisiten machen, man kann einzelne Kapitel durchblättern, man kann von hinten nach vorne lesen. Immer Gummistiefel dabei haben. Das Bier der Region trinken, sich zunächst mal etwas zurückhaltend benehmen, grüßen nicht vergessen. Also das, was man als Städter ja gemeinhin verlernt hat, also jeden zu grüßen, das muss man sich wieder angewöhnen und das auch möglichst mehrfach am Tag. Also wenn man den Nachbarn am Morgen getroffen hat und ihn freundlich gegrüßt hat, dann heißt das noch nicht, dass es ausreicht, wenn man ihn am Abend sieht, dass man das dann weglassen kann. Man sollte ihn dann ruhig auch nochmal grüßen und man sollte vor allen Dingen darauf achten, den richtigen Gruß zu wählen. Also wenn er Tag sagt, sollte man auch Tag sagen und nicht Moin sagen, weil das auch das scheel beäugt wird. Naja, Dinge passieren, die eben in der Stadt nicht passieren. Da will ich gar nicht zu sehr im Detail gehen, das muss man dann nachlesen. Das wollt ihr jetzt haben? Das wollt ihr senden? Das wollt ihr so senden?